Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Erzieherinnen und Erzieher, liebe Auszubildende. Meine Kita ist katholisch. Das können mehr als 46.000 Kinder in unserer gesamten Diözese Rottenburg-Stuttgart sagen. In unseren Kindertageseinrichtungen fördern wir die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder, unterstützen die Eltern in der Erziehung und gestalten auf diese Weise aktiv unsere Gesellschaft mit. Diese wichtige Aufgabe übernehmen die Erzieherinnen und die Erzieher. Ihnen und künftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in unseren katholischen Kitas möchten wir deshalb eine ganz besondere Kampagne widmen. Kennen Sie die Frage, wie war's im Kindi? Diese Frage wird von Mamas und Papas, Omas und Opas und von Geschwistern jeden Tag unzählige Male gestellt. Sie zeigt, wie wichtig der Kindergarten für unsere Kleinsten und ihre Familien ist. Dass die Antwort auf diese Frage begeistert ausfällt, darum kümmern sich unsere Erzieherinnen und Erzieher. Ihnen liegen die Sorgen und Nöte der Kinder und Familien am Herzen. Schließlich sind Sie Expertinnen in Bildung, Erziehung und Betreuung. Der Kindergarten ist und bleibt ein immens wertvoller Ort in unserer Gesellschaft und in unserer Kirche. Täglich wird in den Kindergärten Respekt gegenüber jeder Person gelebt. Täglich werden auch die Erzieher und Erzieherinnen sowie unter den Kindern und Eltern persönliche Begegnungen geschaffen. Und täglich wird so in den Kindergärten gesellschaftliches Zusammenleben erfahrbar und konkret erlebbar. Offen und zugewandt, darin drückt sich kurz und knapp unser katholisches Profil aus. Als Bischof bin ich sehr dankbar für die Ergebnisse des Projektes zur Gewinnung pädagogischer Fachkräfte für die katholischen Kindergärten in unserer Diözese. Und ich freue mich darauf, wenn in Zukunft noch mehr ausgebildete Erzieherinnen und Erzieher von sich sagen können, meine Kita ist katholisch. Dort bin ich richtig und wichtig, jeden Tag.